Ernst-Ulrich von Weizsäcker ist heute zu uns gekommen, der Co-Präsident, also einer der beiden Präsidenten des Club of Rome, ausgebildeter Physiker, war Präsident zahlreicher Institute, hat an vielen Unis gelehrt und war auch Mitglied des Deutschen Bundestages. Einmal über die Landesliste der SPD in Baden-Württemberg und dann gewählt, direkt gewählt in Stuttgart 1. Für die SPD, wie gesagt. Wir unterhalten uns anlässlich des 50. Geburtstags des Club of Rome. Sie sind einer der beiden Präsidenten. Der Club of Rome, wie soll ich sagen, eine der weltweit wichtigsten Organisationen von Wissenschaftlern und anderen Experten zur Rettung der Erde, kann man ja nicht sagen. Die Erde wird uns alle überleben. Zur Rettung der Menschheit? Im Jahr 1972 hat der Club of Rome ein dann wahnsinnig gut verkauftes Buch, Die Grenzen des Wachstums, gemacht. Und das war der Aufruf, jetzt endlich sich auch mal um die Erde zu kümmern und nicht immer nur um den Menschen. Und was ist seither passiert? Verdopplung der Menschenzahl, Verzehnfachung des Konsums, Ausräuberung der Ozeane, kaputtes Klima. Das heißt, die Umwelt hat ganz wahnsinnig gelitten unter diesen letzten 45 Jahren, trotz aller Warnungen des Club of Rome. Woran liegt das? Weil die Menschen erstmal an die Menschen denken. Und das wäre ja schön, wenn sie an die Menschen denken würden. Dann würden sie anders handeln. Jeder denkt nur an sich. Ja, vielleicht. Ja. Aber es ist auch so, zur Wahlurne in der Demokratie gehen ausschließlich Menschen und kein einziger Regenwurm. Das heißt also, die Menschen bestimmen das Geschehen. Das nennt man jetzt Anthropozän. Mhm. Und es gibt eine Berechnung. Ich war ja mal früher Biologe und weiß, was ein Wirbeltier ist. Weiß jeder. Also, die Körpermasse der Wirbeltiere auf der Erde lässt sich in drei Kategorien aufteilen. Die Menschen, wir sind auch Wirbeltiere. Die von uns gehaltenen Haustiere, Schlachttiere und so. Und die Wildtiere. Normalerweise denkt man, naja, also gut 10% Mensch, 50% Wildtiere und der Rest unsere Schlachttiere oder so. Nein, nein, das ist völlig verkehrt. 30% ist Mensch. 30%. Und 67% sind vom Menschen gehaltene Schlachttiere und Haustiere. Und 3% bleiben übrig für die Wildtiere. Das ist das Anthropozän. Für die Natur gibt es zwar Sonntagsregeln, aber in der Praxis wird immer vom Menschen für den Menschen gearbeitet. Das ist das Anthropozän. Die Warnungen des Club of Rome 72 haben dann also nichts genutzt. Grenzen des Wachstums hieß das. So viel von Ihnen ja zitierte Werk, so viel veröffentlichte und gekaufte Werk des Club of Rome, das ist inzwischen ein paar Mal aktualisiert worden. Richtig. Was haben Sie damals falsch gesehen? Es gab zwei Dinge, die man damals falsch beurteilt hat. Das eine war eine feste Kopplung zwischen Industrieproduktion und Verschmutzung. Das war einfach vor den Emissionsschutzgesetzen, den Wasserschutzgesetzen und was es so alles für die lokale Umwelt gab oder was entstanden ist. Das heißt also, es ist in der Zwischenzeit eine Abkoppelung entstanden. Die Luft in Stuttgart war vor 45 Jahren zum Schneiden und heute ist sie ziemlich sauber. Man hat immer noch ein gewisses Problem, aber das ist dann im Wesentlichen Stickoxide. Und ich kann sagen, wenn sie so sauber wäre, müssen wir nicht über Fahrverbote nachdenken. Ja, ja, sicher. Da wären wir auch anspruchsvoller geworden. Nach den heutigen Verbotsüberlegungen hätte man damals erst recht alles verbieten müssen. Also das hat sich richtig dramatisch verbessert. Da war der Club of Rome zu pessimistisch. Und das Zweite, ebenfalls zu pessimistisch, war die Aussage, dass die Mineralien einschließlich der fossilen Brennstoffe innerhalb von weniger als einem Jahrhundert oder so einfach aufgebraucht. Und davon kann überhaupt keine Rede sein. Die heutige Klimapolitik muss sich darum kümmern, dass die immer noch ungeheuer reichlichen Vorräte an Kohle, Öl und Gas nicht ausgebaggert werden.
Ja, da gibt es dann auch wieder so viele Egoismen. Zum Beispiel, was die Kohle angeht. Da ist natürlich jeder Landesvater oder jede Landesmutter zunächst einmal besorgt um die Arbeitsplätze, die an der Kohle hängen. Auch bei ihrer Partei wird das ja zum Teil ein bisschen gebremst. Das ist richtig, aber es gibt viel Schlimmeres. Also es gibt das sagt immer jeder, wenn er was tun soll. Die anderen sind viel schlimmer. Nein, es gibt etwas ganz Konkretes. Es gibt in der englischen Finanzsprache den Begriff Stranded Assets. Das sind Wertpapiere, zum Beispiel Schürfrechte für Kohle oder so etwas, für Mineralien. Und zwar diejenigen, die heute nichts mehr wert sind, weil sie entweder keine Kundschaft mehr haben oder weil man aus ökologischen Gründen sie nicht mehr rausholen darf. Und nun hat man ausgerechnet, die Stranded Assets für fossile Brennstoffe auf der Welt, der allergrößte Teil davon in den USA, ist im Finanzvolumen 10-mal so viel wie das Finanzvolumen der letzten großen Finanzkrise von 2008. Ja? Das heißt, wenn wir ernst machen mit dem Klimaschutz, dann gehen diese Werte, die sind ja noch nicht stranded, die sind im Moment noch auf dem Markt und sind ziemlich viel wert, eben Hunderte von Milliarden oder noch mehr, das geht dann alles den Bach runter. Und das heißt, die wehren sich mit Händen und Füßen gegen Klimaschutz. Also die sind viel mächtiger als die paar Braunkohle-Heinis im Rheinland. Und zum Beispiel die Brüder Koch in Amerika. Das sind die großzügigsten Spender für Präsident Trump. Und die besitzen zusammen so etwas wie 100 Milliarden Wertpapiere und davon mehr als die Hälfte Fossilpapiere, also Schürfrechte. Und die beschwatzen ihren Freund Donald Trump, mach bitte keinen Klimaschutz, dann wird unser Vermögen vernichtet. Und gleichzeitig empfiehlt man dem Trump, mach doch ganz viel Geld in Geoengineering, das heißt in Klimabeeinflussung mit chemischen Wolken, die das Sonnenlicht abschirmen oder irgend so etwas. Kein Mensch weiß, was das anrichtet. Viel schlimmer als die Stickoxide in Stuttgart. Das heißt also, das ist der eigentliche Gegner. Aber gleichzeitig wird er getragen von der ganzen Finanzwelt. Die findet es wunderbar, das nennt man dann Wachstum. Ja? Nennt man dann Wachstum. Wenn das Vermögen der Kochbrüder um 10% steigt, dann steigt das Bruttoinlandsprodukt in den USA. So macht sich das bemerkbar, ja. Weil Sie gerade das Stichwort Wachstum gebraucht haben. Ich habe tatsächlich schon sehr viele Interviews geführt, nicht nur mit Wissenschaftlern, die ich dann auch gefragt habe, warum brauchen wir eigentlich ständig Wachstum? Das hat mir noch niemand erklären können, jedenfalls so, dass ich es verstanden hätte. Können Sie das? Ich kann erklären, warum man in der Politik und in der Wirtschaft sowieso Wachstum was sehr, sehr Angenehmes findet. Da hängen nämlich zwei politisch sehr wertvolle Größen dran. Das eine sind Arbeitsplätze und das andere sind Staatseinkünfte, also Steuern. Beides geht strikt mit Wachstum. Und nun sagt man natürlich als Wachstumskritiker immer, jeder zusätzliche Verkehrsunfall beschert uns Wachstum, aber doch kein Glück. Also ist Wachstum überhaupt keine Glückserscheinung. Aber die Sozialstatistiker, die sagen, ja Wachstum, Verkehrsunfälle bringen Arbeit. Ja, also erstmal tatütatüt
und dann Auto reparieren und Rettungshubschrauber und so weiter und so weiter. Alles. Und die Unfallärzte, das ist alles Arbeitsplätze. Was wollt ihr eigentlich? So ein Verkehrsunfall ist doch nicht schlimm. Der macht doch Wachstum. Und wenn also die Umweltkatastrophe weitergeht, zum Beispiel steigender Meeresspiegel, was meinen Sie, was das für ein Bauprogramm für Deiche wird? Es ist unglaublich. Alles Wachstum, Wachstum, Wachstum. Damit können Politiker wiedergewählt werden. Weil in der Währung, die für Wahlgewinn eine Rolle spielt, Arbeitsplätze ganz hoch oben sind. Und alles andere, das Schicksal unserer Enkelgeneration, hat null Wert bei den Wahlen. Ja? Das ist das Problem. Aber ich habe Ihnen jetzt nicht erläutert, warum Wachstum gut ist. Ich habe nur gesagt, warum es politisch von der Wirtschaft und dem Staat, die zusammen ja praktisch die gesamte Macht darstellen, ungeheuer beliebt ist. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Aber dass es ohne Wachstum uns zwangsläufig schlechter geht, das habe ich noch nicht verstanden. Wir haben doch jetzt fast... Habe ich auch nicht behauptet. Nee, aber darf ich die Frage in diese Richtung dann auch mal neu formulieren? Aber gerne. Also ging es uns nicht unter Umständen besser, wenn wir nicht ständig wachsen würden, weil wir dann nicht so viele Ressourcen verbrauchen würden zum Beispiel und unsere Lebensumwelt besser erhalten könnten? Da muss ich vorsichtig antworten. Im Prinzip ja. Das sind wir bei Erivan jetzt. Das ist Radio Erivan. Aber man muss es einfach an bestimmte Bedingungen knüpfen. Zum Beispiel, dass dann die sehr viel wenigeren Arbeitsstunden, bezahlten Arbeitsstunden, einigermaßen gerecht verteilt werden. Dass den Menschen wieder erlaubt wird, Kleingärtnerei für eigene Nahrung zu machen. In vielen Bereichen ist es ja einfach nicht mehr erlaubt. Oder es wird dann mit so vielen Auflagen bedeckt, dass es eigentlich gar nicht mehr macht. Die Landwirtschaft hat in den letzten 45 Jahren eine massive Verschiebung von klein zu groß erlebt. Die Großlandwirtschaft blüht ohne Ende, einschließlich der Agrarchemie, mit entsprechender Zerstörung der Insektenfauna, der Vogelfauna und so weiter. Und trotzdem also Förderung durch die EU und die kriegen das meiste Geld. Ja, ich meine, die EU versucht immer wieder in immer neuen Wellen, jeder neue Agrarkommissar probiert, die Förderung der Landwirtschaft auf andere Dinge als die reine Massenproduktion zu schieben. Es gelingt nur meistens nicht. Mhm. Weil die Agrarlobbys ab fast aller Länder politisch eine ungeheure Macht haben. In Frankreich übrigens noch mehr als bei uns. Sie sagen selbst, es ist nicht alles schlechter geworden, seit die Grenzen des Wachstums erschienen sind. Die Luft in Stuttgart, so schlecht sie jetzt ist, ist besser geworden und vieles andere auch. Also der Weltuntergang ist ja eh ausgeblieben, sonst würden wir beide hier ja auch nicht sitzen. Das macht es natürlich den Kritikern des Club of Rome und aller Klimawarner einfacher. Sie sagen, die übertreiben doch eh, das stimmt doch alles gar nicht, wir müssen so weitermachen, es geht uns doch besser denn je. Naja, in dem neuen Bericht des Club of Rome, der heißt auf Deutsch, wir sind dran, da sagen wir einerseits, es ist ökologisch in sehr vielen Hinsichten schlechter geworden, in einigen wenig besser geworden. Und wir sagen auch, es kommt jetzt nicht auf Pessimismus oder Optimismus an, sondern auf ein richtig neues Denken. Wir gehen so weit zu sagen, wir brauchen eine neue Aufklärung. Die alte Aufklärung ist abgesunken in eine Rechtsfertigungslehre für Individualismus, Egoismus, Utilitarismus, Geld verdienen ohne Ende, auch Arbeitsplätze und Wachstum und so weiter. Papst Franziskus hat in seiner bedeutenden Enzyklika Laudato Si gesagt, ich verkürze es jetzt ein bisschen, das, was heute in der Ökonomie läuft, ist ein Selbstmordprogramm. Das kann so nicht weitergehen.
Also das heißt, wir müssen auch wirklich neu denken lernen. Und dann beweisen wir, dass die großen Helden der heutigen Ökonomie, Adam Smith, David Ricardo für den Außenhandel und Charles Darwin für den Wettbewerb, alle gegen alle und so, alle ausgesprochen falsch zitiert werden. Die stammen ja sozusagen von der ersten Aufklärung und haben da kräftig mitgewirkt, großartige Leute. Aber zum Beispiel, für Adam Smith war es völlig selbstverständlich, dass die geografische Reichweite des Marktes, er nannte es die unsichtbare Hand, und die geografische Reichweite des Rechts identisch war. Und dann ist der Markt wunderbar, wenn er in ein festes Rechtskorsett eingepflegt ist. Dann ist der Markt was Gutes. Aber heute ist der Markt weltweit, insbesondere die Finanzmärkte, und das Recht ist national. Das heißt, der Markt, der Finanzmarkt, erpresst die Parlamente und Regierungen aller Länder, so viel wie möglich Kapitalrendite zu erzeugen, auch gegen die eigenen Überzeugungen. Das hat zum Beispiel die SPD schmerzhaftest miterlebt. Vor 1989, wo die SPD ja den Kanzler zu stellen begann, war in sämtlichen Wirtschaftsseiten der Zeitungen die Aussage, naja, also das Kapital kann in Deutschland ja nicht mehr investieren, weil die Kapitalrendite viel schlechter ist als in Irland oder Thailand oder Kanada oder USA oder irgendwo auf der Welt. Das heißt, wir haben von Jahr zu Jahr Zehntausende, Hunderttausende von Arbeitsplätzen verloren, weil die Investoren wegblieben. Und dann blieb Schröder im Effekt gar nichts anderes übrig, wenn ihm Arbeitsplätze so wichtig waren, um des Wohlstands und der Wähler willen, als den Sozialstaat zu schrumpfen. Die Briten haben das schon vorher gemacht, die Amerikaner noch viel deutlicher, aber auch die Schweden und die Japaner und viele andere auch. Deutschland hat dahinterher. Und deswegen waren sie auf einmal der kranke Mann Europas und der ganzen Welt. Nach Schröders Agenda 2010 kamen auf einmal die Investoren wieder und jetzt ist Deutschland ganz an der Spitze in Europa und auch weltweit ungeheuer geachtet, praktisch auf dem Niveau von China. Das heißt also, die Lehre von Adam Smith, dass Egoismus dem Gesamtwohl dienen kann, das hatte er völlig richtig beobachtet zu seiner Zeit, wird falsch, wenn die Märkte global und das Recht national sind. Das wird aber in den Lehrbüchern der Ökonomie nirgends gesagt. Und analog für David Ricardo, der Außenhandel, für ihn war es völlig klar, dass das Kapital ortsfest bleibt. Und über die Grenzen wandern die Kaufleute und die Güter und vielleicht die Dienstleistungen und so, und dann ist alles in Ordnung. Aber heute ist das der eigentlich mobile Faktor das Kapital. Und man kann zum Beispiel so sagen, das hat ein Club of Rome-Mitglied, ein Banker, Bernard Littard aus Belgien, uns vorgerechnet von 100 Euro, die mit Lichtgeschwindigkeit um die Welt sausen, sind 2 Euro dafür da, Güter und Dienstleistungen irgendwo zu bezahlen, und 98 Euro sind rein spekulativ, immer zur Erhöhung der Kapitalrendite. Das heißt also, die Mobilität des Kapitals ist total geworden, mit ungeheuer zerstörerischen Wirkungen für die Natur, für die Ärmsten auf der Welt und für sehr vieles andere. Und trotzdem wird der Kapitalismus ohne Ende gepriesen.
Ja, die Ärmsten müssen doch immer dran glauben. Die Agenda 2010 war insgesamt für Deutschland als Wirtschaftsfaktor auf der Welt gut. Aber es hat natürlich auch Verluste gegeben. Also viele Menschen hatten hinterher so viel weniger. Das wird aber ein bisschen übertrieben. Wir haben in unserem Buch als allererstes die sogenannte Elefantenkurve. Die geht so, der Schwanz, dann ein riesenlanger Buckel, da kommt noch ein bisschen Kopf, und dann kommt der Rüssel runter, und dann, wenn der Rüssel ein bisschen Wasser spritzt, wieder nach oben. Das sind die Reichsten, das sind die Ärmsten. Aber der Riesenbuckel, das ist die Hälfte der Menschheit, die sind in den letzten 25 Jahren reicher geworden und waren auf der armen Hälfte. Also die Behauptung, die Armen werden automatisch schlechter, ist empirisch nicht zu halten. Am Schwanz stimmt's, die untersten 5%. Und an der Spitze stimmt's auch, das oberste Prozent. Das geht noch viel höher natürlich. Also die Ungerechtigkeit nimmt durchaus zu, aber weltweit gesehen waren die Verlierer, die da bei dem runterhängenden Rüssel, das sind die Metallarbeiter in Großbritannien und in USA, in sehr viel geringerem Umfang auch bei uns, auch Kohlearbeiter oder einige andere oder Kleinbauern, also Leute, denen es vor 25 Jahren relativ gut ging und heute schlecht geht. Das sind dann auch die Wähler für die neopopulistischen, nationalistischen Parteien. Das heißt also, ganz einfach ist das nicht, dass der Kapitalismus die Armen alle ärmer und die Reichen alle reicher macht. Ich würde auch behaupten, dass es der übergroßen Menge der Menschheit heute besser geht als vor 50 Jahren und als vor 100 Jahren. Aber das Vermögen konzentriert sich darauf immer weniger Leute. Es hat noch nie gegeben, dass so wenig Prozent der Bevölkerung so viel besaßen. Also die Schere ist richtig groß geworden. Für das oberste Prozent stimmt es absolut. Wenn man aber die gesamte Kohorte nimmt, dann stimmt es nicht. Also das Reicherwerden der armen Chinesen ist dramatisch. Absolut dramatisch. Und das sind, vorsichtig gesagt, 100-mal mehr als die ganz Reichen. Okay. Gut, reden wir über die neue Aufklärung, die der Club of Rome jetzt, wie Sie eben formuliert haben, auch gerne möchte. Ist der Egoismus des Menschen nicht einfach das Menschliche? Wie wollen Sie den Menschen jetzt beibringen, du darfst jetzt nicht mehr dich darum kümmern, dass es dir und deiner Familie besser geht, sondern du musst auch daran denken, dass es der gesamten Menschheit besser geht, weil vielleicht deine Enkel dann dran glauben müssen? Ja, zunächst mal, beim Menschen denkt man als erstes an Individuen, auch so wie Sie es jetzt gerade formuliert haben. Aber Eltern sind wesentlich stärker und kräftiger als ihre Kinder. Und was tun sie? Sie opfern eigenen Wohlstand, damit es ihren Kindern gut geht. Das heißt also, in unseren Instinkten, in unserer Natur haben wir sehr wohl auch altruistische Elemente. Nun, die eigenen Kinder ist ja vielleicht ein Sonderfall. Aber in geglückten Nachbarschaften, zum Beispiel in den israelischen Kibbuzim oder in anderen konventionellen Dörfern, ist es sehr häufig so, dass Nachbarschaftshilfe ein moralisches Gebot und eine Art von Selbstverständlichkeit ist. Erst die Anonymisierung hat wesentlich zu dem Phänomen geführt, was Sie mit Recht beschrieben haben. Und wir sagen auch nicht, wir wollen den Egoismus abschaffen. Das wäre Traumtänzerei. Aber wir wollen die Regeln so verändern, dass diejenigen, die sich anständig, auch im Sinne ganz konventioneller Anstandsregeln, die es in allen Kulturen gibt, und die es auch lange Zeit sehr stark in Europa gegeben hat, also Leute mit hohem Anstand auch ökonomisch besser fahren als die Räuber. Also gegen Steueroasen und so weiter. Das ist eine weltweite Aufgabe. Heute, das sind das alles Räuber. Und die darf man ohne Schaden für die Gesamtheit und ohne Schaden für den Egoismus der meisten stark zurückstutzen.
Das ist die politische Seite der neuen Aufklärung. Aber dann gibt es auch eine wirklich geistige. Wir stellen fest, dass die dominierende Philosophie, insbesondere im angelsächsischen Raum, die analytische Philosophie ist. Man könnte auch sagen, die anatomische. Und dann haben wir in dem Buch ein Bild von einer toten Ratte auf dem Sezierbett. Und dann fragen wir, was kann die analytische Philosophie über die Ratte aussagen? Naja, sie kann sie töten und sezieren und auseinandernehmen. Da kann man ein bisschen was über die Blutchemie und ich weiß was alles rausfinden. Aber über die ökologische Rolle von Ratten in der Wildnis lernt man nichts darüber. Also diese analytische Philosophie ist eine geistige Engführung und ist heute die allein dominierende. Du kriegst keinen Artikel in den Peer-Review-Zeitschriften höchster Wirksamkeit, da gibt es ja dann so Skalen, du kriegst keine Zeitung, keine Arbeit runter, wenn sie nicht mit analytischer Philosophie gemacht ist. Ja? Das ist ein Fehler. Und da sagen wir, statt immer nur Rechthaberei, brauchen wir in der neuen Aufklärung Balance. Balance nicht für die Unterscheidung zwischen 2 mal 2 gleich 4 oder 2 mal 2 gleich 5. Das eine ist richtig, das andere ist falsch. Es ist legitim zu sagen, der eine hat Recht, das ist noch nicht Rechthaberei, sondern das ist normale Mathematik. Und der andere hat Unrecht. Aber für all die Dinge, die ökologisch und gesellschaftlich von Bedeutung sind, brauchen wir Balance. Ich gebe mal ein Beispiel. Im politischen Konflikt geht es immer darum, dass die linke Seite sagt, wir brauchen Gerechtigkeit und die rechte Seite sagt, wir brauchen Leistungsanreize. Aber es wäre vollkommen kindisch und idiotisch zu sagen, der eine hat Recht, der andere hat Unrecht. Beide haben Recht. Es kommt auf eine Balance an. Oder Kurzfrist und Langfrist. Wenn wir Durst haben, dann wollen wir jetzt ein bisschen was trinken und nicht erst in 30 Jahren. Ja. Es ist vollkommen legitim. Zu trinken, bevor man verdurstet, halte ich auch für legitim. Ja, also es gibt absolut legitime, kurzfristige Wünsche, die man dann auch befriedigen darf. Aber wenn man ans Klima denkt oder an das Wohlergehen unserer Enkel und Urenkel, dann muss man langfristig denken. Da braucht man eine vernünftige Balance. Auch der Rechtsstaat ist übrigens langfristig gemeint. Das ist ungeheuer wichtig. Den dürfen wir nicht zertrümmern lassen durch die kurzfristigen Finanzmärkte. Aber das ist ja heute, was da heute damit passiert, dass die Finanzmärkte den Rechtsstaat aushöhlen. Und zwar nicht nur durch solche Steueroasen. Also, Balance. Auch zwischen Frauen und Männern, auch zwischen Staat und Markt. Und man kann Dutzende von solchen Gegensatzpaaren sich ausdenken, wo plötzlich einem klar wird, wenn Balance herrscht, dann geht es tendenziell besser. Und zwar den meisten. Es gibt da vielleicht auch Verlierer. Also die Absahner von heute, die wären dann vermutlich eher auf der Verliererseite. Das muss man aushalten. Können wir, glaube ich, alle aushalten. Aber, Herr von Weizsäcker, ist das nicht ein bisschen blauäugig, dass Sie jetzt, woher nehmen Sie die Hoffnung auf einen besseren Menschen? Ich meine, es gibt doch überall Egoisten, die wirklich nur an sich als Individuum denken und denen es schwer beizubringen ist, dass mit dem Begriff Gleichgewicht gegen Wachstum zum Beispiel ihr Egoismus zwar schön und gut ist, aber doch der Gesamtheit letztendlich auch zugutekommen muss. Also in den Antworten, die ich auf Ihre vorherige Frage gegeben habe, kam das Wort besserer Mensch nie vor. Ich habe es so interpretiert, ja. Kommt in unserem Vokabular nicht vor. Sondern wir sagen, man muss die Rechtsnormen und die Philosophie so modifizieren, dass Balance nicht zum Verlierer wird. Das verstehe ich. Ja. Aber warum
Und Menschen das in Zukunft besser nachvollziehen sollten, das begreife ich noch nicht. Naja gut, da wollen wir natürlich einiges auch ein bisschen belehren, aber zunächst mal einfach beschreiben. Also das Ausräubern der Erde, so dass für die Enkel nichts übrig bleibt, ist ja offensichtlich keine vernünftige Geschichte. Es ist vielleicht ein egoistischer Imperativ, aber da kann man sagen, dafür haben wir Verfassungen und Rechte. Dass so etwas, was auf lange Sicht auf jeden Fall uns zerstört, nicht gestattet ist. Punkt. Und da kriegt man dann auch demokratische Mehrheiten dafür. Also die Wählerinnen und Wähler sind ja nicht Egoisten in dem Sinne, dass sie das Wohl und Wehe ihrer Nachkommen zerstören wollen. Sie wollen nur, dass es gerecht zugeht auf der Welt. Und das ist legitim und da gibt es auch Mehrheit. Ja, gerecht zugehen, man möchte nicht der Angeschmierte sein. Gucken Sie, die Menschen kriegen mit, dass Großverdiener ganz viele Möglichkeiten haben, Steuern zu sparen, indem sie irgendwelche Tricks anwenden. Und dann macht der kleine Mann das, versucht das natürlich auch, zum Teil auch mit unlauteren Mitteln, vielleicht hat ein Steuerberater ein bisschen Tricks kennt. Hauptsache, wenn die großen Tiere das machen, darf ich das auch. Das ist natürlich auch nicht altruistisch im Sinne der Gesamtgemeinschaft. Ja. Das ist ganz richtig und da sagen wir natürlich, wir müssen auch dafür sorgen, dass ein Land, in welchem Langfrist und Solidarität ausgesprochen gepflegt wird, dann nicht auf den Weltmärkten zum Verlierer wird. Da muss also auch international gehandelt werden. Jetzt und das ist ein bisschen schwierig gegenüber den Amerikanern, für die der Egoismus ein Heiligtum ist. Da gibt es unterschiedliche Kulturen. Auch die Chinesen haben ein gerüttelt Maß Egoismus, aber haben jedes Verständnis dafür, dass man internationale Regeln festsetzt, die dieses Egoismusprinzip nicht überborden lässt. Lässt sich das alles, was Sie jetzt postuliert haben, also bleiben wir bei dem Begriff Gleichgewicht gegen Wachstum als Hausnummer, brauchen wir dafür ein neues System? Brauchen wir dafür eine andere Kultur sowieso? Geht das mit dem derzeitigen Kapitalismus? Die heutige Sorte von Kapitalismus ist ja erst nach 1990 über die Welt hereingebrochen. Bis 1990 war der Kapitalismus weitgehend anständig. Aus einem ganz einfachen Grund. Da gab es ja das Gegenprogramm des Kommunismus. Und jeder reiche Mensch im Westen wusste ganz genau, Kommunismus ist allemal noch viel schlimmer als der heutige Staat, auch wenn der ein erhebliches Umverteilungsprogramm hat. Zur Zeit von Dwight D. Eisenhower als Präsident der USA war der Spitzensteuersatz bei 90%. Anfang der Bundesrepublik auch. Richtig, ganz richtig. Damals war das Schreckgespenst stalinscher Kommunismus so gefährlich, so präsent, dass man eine massive Umverteilung zugunsten der Schwächeren im eigenen Land toleriert hat, von Seiten der Staaten. Und das hat angehalten im Wesentlichen bis 1990, bis der Kommunismus weg war. Und der heutige arrogante, freche, kurzfristige, räuberische und naturzerstörende Kapitalismus ist ein Phänomen von nach 1990. Darüber haben wir ein eigenes Kapitel in unserem Buch, weil das den meisten Leuten nicht mehr geläufig ist. Was macht das für Konsequenzen notwendig? Das heißt zunächst mal intellektuell, wie die Geschichte vor 1990, einschließlich Adenauer und Eisenhower, gezeigt hat, kann man blühendes Wohlstandswachstum haben mit einer stark auf Solidarität und Umverteilung fußenden Sozial- und Wirtschaftspolitik. Also die Behauptung mancher eng geführten Kapitalisten, das führe ins Elend, ins kommunistische Elend, ist empirischer Quatsch. Ja?
Und das ist erstmal intellektuell eine der Voraussetzungen dafür, dass man auch politische Mehrheiten gewinnt, die eine erneute, vermutlich modifizierte Art der Umverteilung, nicht immer nur über Steuern, erreichen kann. Zum Beispiel, dass man sagt, das ist ja heute schon tatsächlich so, bezahlte Arbeit von mehr als, sagen wir mal, 40 Stunden pro Woche ist nicht gestattet. Punkt. Dabei haben die Urgroßväter noch 60 Stunden gearbeitet. Ja? Das heißt, es hat sich verändert. Und so kann das weitergehen. Man muss da nicht immer gleich auf das bedingungslose Grundeinkommen kommen. Kann man aber auch, oder? Kann man auch. Also Leute wie Herr Precht, die werben dafür und das ist ja auch völlig legitim. Aber demgegenüber sagen dann Ökonomen wie Hans-Werner Sinn, also entweder ist es so wenig, dass es sich von Hartz IV nicht unterscheidet, oder ist es so teuer, dass es nicht bezahlbar ist. Das heißt also, die Forderung nach dem bedingungslosen Grundeinkommen ist absolut plausibel. Aber die Frage der Durchführbarkeit ist was ganz anderes. Können Sie uns die zwei, drei wichtigsten Schritte, die die Welt, die Menschheit unbedingt tun muss, um in Richtung Gleichgewicht gegen Wachstum zu kommen und zum Überleben auszureichen, nennen? Also wenn Sie jetzt Welt sagen und nicht Baden-Württemberg oder Deutschland. Ja, letztendlich kommt es ja auch die Weltgemeinschaft. Die Globalisierung braucht ja eine Weltregierung. Damit ja, gar nichts dagegen. Da haben wir in unserem Buch einen originellen Vorschlag von einem leider inzwischen verstorbenen Hamburger Freund, Gerhard Knies, der sagt, man müsste in jedem Land der Erde ein sogenanntes Kohabitationsministerium einrichten, dessen ausschließliche Aufgabe ist, Arbeitsfelder sich auszudenken und politisch zu entwickeln, die dem eigenen Land massiv nützen und die möglichst vielen anderen Ländern auch nützen. Und ein ideales Beispiel dafür ist die Europäische Union. Also zur Zeit von Adenauer und de Gaulle hat man gefunden, es ist gut für Deutschland, gut für Frankreich, wenn Souveränitätsrechte aus dem nationalen Verfügungsbereich auswandern in die gemeinsame Wirtschaftsgemeinschaft. Und das war ein unglaubliches Erfolgsmodell. Damals hat man es nicht Kohabitationsministerium genannt. Und im Übrigen ist das eben auch geografisch begrenzt gewesen. Aber wir können in einem Kohabitationsministerium zum Beispiel gemeinsame Interessen zwischen Deutschland und Thailand oder zwischen der EU und der ASEAN-Region oder irgend so etwas entwickeln, statt immer nur Ellbogenkampf aller gegen alle. Da ist übrigens noch wichtig festzustellen, dass Charles Darwin völlig fehlinterpretiert wird, wenn er im angelsächsischen Raum immer so zitiert wird, als sei Darwinismus Kampf aller gegen alle. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt Symbiosen, es gibt Schutz der Schwachen, auch der Gene, der schwachen Gene, die sogenannten rezessiven Gene und so weiter. Das ist alles ein Wesensmerkmal eines modernen Darwinismus. Also die Idee, jeder gegen jeden, ist im Sinne von Evolution eine Idiotie. Das heißt also, auch an dieser Stelle ist der ständige Einwand, ja, aber Menschen sind nun mal so nicht stichhaltig. Lassen Sie mich zum Schluss des Gesprächs die Frage, die ich vorhin schon mal gestellt hatte, anders formuliert nochmal konkretisieren. Ist der Kapitalismus ohne das Gegengespenst des Kommunismus heute, wie er heute nach 1990 ist, so weit reformierbar, dass die notwendigen Ziele erreicht werden können? Ja, er ist reformierbar. Darüber gibt es ja weltweit eine große Diskussion. Auch unter US-amerikanischen Studenten, die fordern Pluralismus.
von ihren Ökonomieprofessoren. Denn bisher war nach 1990 eine absolut radikale neoliberale Doktrin, die hat einen Monopolcharakter. An der, nicht nur an der Harvard Business School, in ganz Amerika. Und jetzt fangen die Studenten an zu rebellieren und sagen, das kann doch nicht sein. Und in Europa sowieso. Also da gibt es das Schumacher College in England und die Universität Lüneburg in Deutschland. Und als ich Präsident der Universität Kassel war, da war in Kassel auch ganz viel Alternativökonomie. Man muss nur dafür sorgen, dass das Ganze nicht in Utopia landet, sondern dass das so gut durchdacht wird, dass diejenigen, die gemeinsamen Nutzen ersinnen und rechtlich absichern, nicht die Verlierer sind. Und das ist wieder eine internationale Aufgabe, wo die Europäische Union international, also weltweit, eine riesige Rolle spielt, weil sie zum Beispiel den Staaten wie den Philippinen, Indonesien und Malaysia und so weiter beibringt, wenn ihr euch zusammentut, werdet ihr stärker und nicht schwächer. Also, von daher sehe ich überhaupt keinen Grund, intellektuell sowieso nicht, aber auch politisch nicht, warum der Kapitalismus nicht reformierbar ist. Und ansonsten bleibt es bei den Zielen und bei den Forderungen, die der Club of Rome nicht allein, aber auch schon lange geführt hat, vorsichtiger umgehen mit den Ressourcen, kein Öl, kein Gas, keine Kohle. Da haben wir auch einen Vorschlag, der steht schon in dem vorherigen Buch, was ich mit einem australischen Team zusammen gemacht habe, Faktor 5, und ist auch von der UNO an einer Stelle sehr stark unterstützt worden, nämlich, man möge doch jedes Jahr den Verbrauch von Energie, Wasser, Primärmineralien um so viel Prozent teurer machen, wie im abgelaufenen Jahr die Effizienz zugenommen hat. Das heißt, also was man für Energiedienstleistungen ausgibt, wird pro Monat nicht teurer, trotz dieser Preissteigerung. Und das, wenn man das macht, dann entsteht eine Art von Ping-Pong, so ähnlich wie das Ping-Pong zwischen Arbeitsproduktivitätssteigerung und Erhöhung der Löhne. Bruttolohnkosten. Also Ressourcenverbrauch muss auf jeden Fall trotzdem noch... Versuche es auch noch zu Ende zu bringen. Also die Energiedienstleistung, die Wasserdienstleistung und so weiter wird nicht teurer im Durchschnitt. Und das ist in Analogie zur Steigerung der Arbeitsproduktivität und der dann folgenden Steigerung der Löhne. Und dieses Ping-Pong hat uns ja unglaublich reich gemacht, Verzwanzigfachung der Arbeitsproduktivität. Und jetzt ist der Faktor Arbeit überhaupt nicht mehr knapp, dagegen der Faktor Natur ist knapp. Also müssen wir das gleiche Ping-Pong diesmal mit Natur machen. Das wäre etwas, was die betreffenden Länder, die das machen, reicher macht und nicht etwa ärmer. Und dann muss man in den internationalen Wettbewerbsregeln dafür sorgen, dass es dann nicht die Absahner gibt, die sozusagen mit Billigressourcen alles kaputt machen. Das ist aber dann eine Diplomatenaufgabe, die ich politisch für lösbar halte. Abschlussfrage mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort, ja oder nein zum Beispiel. Sind Sie optimistisch? Ja. Vielen Dank für das Gespräch.